seitdem ich weiß, dass es dich gibt. Seitdem ich weiß, ich werd geliebt, kann ich durch Tränen den Himmel wiedersehen. Ich kann im Sturm noch aufrecht stehen. Wie halten die das durch? Habe ich mich früher auf der Leichtathletikbahn oft gefragt, wenn die Cracks mich mal wieder überrundet haben. Springen war gut, werfen auch, Sprint völlig okay, aber Langstrecke? Ich war ja schon froh, wenn ich überhaupt angekommen bin. Wie halten die das durch? Fragt man sich bei vielen Menschen, die etwas schaffen, wo andere längst aufgegeben hätten. Mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden haben wir im Diakoniewerk Kropp einen Alkoholiker gesprochen, der uns erzählt hat, er ist seit 37 Jahren trocken. Wie hält er das durch? Wie halten all die 12- bis 15-Jährigen das durch, deren Eltern gerade in einer echt schwierigen Phase sind? Und wie halten all die Menschen das durch, die ihre kranken Eltern oder ihre kranken Partner pflegen müssen? Wie halten all die Menschen das durch, die jetzt in dieser Zeit positiv sind und in Quarantäne müssen? Die Leute, die vielleicht sogar krank sind und die Leute, die einsam sind. Und all die, die nicht wissen, wie es wirtschaftlich weitergehen soll. Durchhaltevermögen fällt bei den klassischen griechischen Tugenden unter das Stichwort der Tapferkeit. Ausdauer gehört dazu und Leidensfähigkeit, auch so etwas wie Treue und Geduld. Was lässt Menschen tapfer sein? Und das Stichwort, das jetzt in aller Munde ist, ist Resilienz. Resilienz bezeichnet in der Werkstoffphysik die Fähigkeit eines Materials, nach einer großen Spannung wieder schnell in den Ursprungszustand zurückzukommen, sowas wie Gummi. Resilienz bezeichnet das Phänomen, dass in der Natur etwas wächst, obwohl alles dagegen spricht. Und auch, wieso Menschen durchhalten und tapfer sind, obwohl so viel dagegen spricht. Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Viktor Frankl hat das gesagt. Viktor Frankl war ein Arzt, ein Psychiater, ein jüdischer Psychiater zur Zeit des Nationalsozialismus. Und Frankl und seine Familie wurden deportiert. Seine Eltern starben in verschiedenen Konzentrationslagern, ebenso sein Bruder, seine Frau. Frankl hat überlebt und hat geforscht. Wer überlebt? Wie? Wer steht durch? Und hat seine Erinnerungen und seine Forschungen zusammengefasst und aufgeschrieben. Und sein bekanntestes Buch ist vermutlich dieses. Und trotzdem Ja zum Leben sagen. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und dieser Satz mag stimmen. Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. An diesem Sonntag, kurz nach dem Weihnachtsfest und kurz nach dem Dreikönigstag, geht es in der Kirche um Jesu Taufe. Und die Geschichte ist eigentlich ganz kurz. Jesus wird als Erwachsener getauft von Johannes im Jordan, einmal untergetaucht, symbolisch ertränkt und fertig. Aber dann kommt das Entscheidende. Gottes Kraft ist zu spüren, wie eine Taube. Heißt es. Und man hört eine Stimme, Gottes Stimme. Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich meine ganze Freude. Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich meine ganze Freude. Ah, es ist ein Privileg, das Menschen sagen zu können, nicht nur bei der Taufe. Und wir sagen es so gern allen zu, die nicht bei drei auf dem Baum sind, weil es so wichtig ist, das zu hören. Du bist ein Gotteskind. Du bist geliebt. Du bist begabt. Gott ist da, wo du bist. Und Gottes Kraft ist in dir. Paulus hat es mal so auf den Punkt gebracht, und das ist so das Motto dieses Sonntags, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Aber manchmal kann man nur den Kopf darüber schütteln, was Menschen treibt, und nicht nur mit dem Blick nach Amerika. Das hat manchmal mit Gottes Geist der Wahrheit und der Liebe und des Lebens nicht so furchtbar viel zu tun. Aber manchmal kann man auch nur darüber staunen, was Gottes Kinder plötzlich können und was sie aushalten
und wie sie plötzlich anders in die Welt sehen. Das wäre ein Warum. Gottes Kind sein und so vielleicht besser ertragen, was uns widerfährt und anderen Gotteskindern helfen. Kommt, wir versuchen es. Über all meinen Wegen stehen Sterne deinetwegen, deinetwegen. Ich mach weiter, wenn ich nicht mehr kann. Fang mit Sein muss noch von vorne an. Alle Scherben setzen sich neu zusammen. Deinetwegen. Ich tanze auf dem Seil auch ohne Netz, weil ich nie den Fuß ins Leere setz. Und mein Inneres ist bleibt unverletzt. Deinetwegen. Ich mach weiter, wenn ich nicht mehr kann. Fang mit Sein muss noch von vorne an. Alle Scherben setzen sich neu zusammen. Das bleibt unverletzt.